gemeinsam gegen Lukaschenko. Die EU, die USA, Kanada und Großbritannien haben auf die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges Ende Mai in Belarus reagiert und eine Reihe von Sanktionen verhängt. Insgesamt wurden zu Wochenbeginn auf einen Schlag 78 Personen und 8 Einrichtungen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja begrüßte in Brüssel den Schritt. Diese Sanktionen sind beispiellos, denn in den vergangenen Jahren wurden zwar Sanktionen gegen Lukaschenko und sein Regime verhängt, aber dieses Mal ist die Liste sehr beeindruckend. Das Regime muss jetzt verstehen, dass es keinen Ausweg aus dieser Situation gibt, außer Neuwahlen. Zudem verhängte die EU Wirtschaftssanktionen gegen das Land. Betroffen sind 7 Bereiche, darunter die Kali- und Düngemittelindustrie, die Öl- und Gaswirtschaft und Finanzdienstleistungen. Ich bin wirklich froh, dass diese belarussische Frage die Menschen, die Länder, die Parteien vereint. Und diese gemeinsame Position der demokratischen Länder ist sehr wichtig, weil wir noch nie eine solche Einigkeit unter den Belarussen und den demokratischen Ländern hatten. Und natürlich ist dieser wirtschaftliche Druck und der politische Druck viel stärker, wenn die Länder vereint sind. Die Wirtschaftssanktionen werden Lukaschenko und seine Mitstreiter empfindlich treffen. Da ist sich Bundesaußenminister Heiko Maas sicher. Ziel seien Staatsbetriebe, über die sich das Zitat Regime finanziere, zu treffen. Schließlich ist die EU nach Russland der zweitgrößte Handelspartner von Belarus.